oben geht's in die Richtung. Ich muss mir das immer vorsagen, sonst vergesse ich es nämlich irgendwann. So. Hallo? Ach so, habe ich doch. Gut, das kommt hier als Trennwand rein und dann geht es hier jetzt nach oben. Die Decke kommt aber erst hier drauf. Und hier oben geht's auch in die Richtung. Dann brauchen wir irgendeinen Block, den wir als Boden nehmen. Und wahrscheinlich nehme ich einfach den hier. Ja, ich glaube. Ich glaube, das passt. Zumindest hier jetzt. Für außen, einmal außen rum. Keine mehr da. Nein, das war falsch. So. Das sieht wirklich so ein bisschen aus wie, ja, so Republikanerzeit. Gut, hier oben machen wir einen Balkon hin. Och, jetzt fehlen wirklich zwei so popelige Blöcke. Builders One. Achso, ich habe gar nicht mehr gemacht. Eins, drei. Das hab ich aber sehr gut gemacht jetzt. Muss ich mal sagen. Aus Versehen. Aus Versehen habe ich das richtig gemacht. Jetzt nehme ich ein paar Nähe. Sind es diese Blöcke? Jawohl. Ja, das nehmen wir jetzt. Nein, keine mehr da. Ist immer doof, wenn so ein bisschen zu wenig sind. Welche waren das? Waren das die? Ja. So, da können wir nämlich ganz einfach unsere Lampen dann einpflanzen oben. Sieht von hier schon lässig aus. Muss ich gerade mal überlegen. Wir könnten hier auch. Wie viele Blöcke haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Ich möchte da nämlich so eine Säule drin haben. So. Davon brauchen wir mal. Da rein, da rein. So. Und dann hätte ich gern noch
noch so eine Säule. Und zwar an diesem Fleck. Und das ist 2, 4, 5, 2, 4, 5. Und das hätte ich hier auch gerne. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Dann kommt noch eine hier in die Mitte. Ja, weil irgendwie muss ja die Marmordecke gehalten werden. Ja, die kann man nicht mehr umschüsseln. Das finde ich ein bisschen schade. Dass man die nicht mehr zurückholen kann. Aber so ist es. Jeder Mod hat seine Vor- und Nachteile. Chisel. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und neun. Das wird am Ende, glaube ich, cool aussehen hier. Ja, ist schon, ihr seht hier jetzt die, glaube ich, dritte Folge vom Bahnhofbau. Oh, hier fehlt noch eins. Ach nee, warum leckt denn das immer? So, wenn man hier jetzt reinkommt. Du dumm, du dumm. Hier geht es dann nach unten. Da geht es nach oben. Dann geht es, glaube ich, hier. Dann gehen wir hier, glaube ich, direkt runter. Runter und zwar links rum. Weil die Gleise gehen in die Richtung. Oder rechts rum. Oder da runter. Aber das Problem ist, wenn ich hier runter gehe, kommt ja hier das Gleis hin. Den Hammer können wir jetzt gerade mal einsetzen. Hier ist ja das Abfahrtsgleis. Wenn ich runter und rechts gehe, dann fehlt halt hier ein Platz. Deshalb bin ich so am Überlegen. Und wenn ich da hinten runter gehe. Ich muss ja auch irgendwo noch den Ticketschalter ran machen. Den mache ich, glaube ich, hier rein. Hier, so. So, und dann kommt hier der Ticketschalter hin. Das ist eine Idee. Aber nur eine Idee leichter. so. Falsch. Oh. So, jetzt. Gut, hier kommt also der Ticketschalter hin. Ich würde es wahrscheinlich sogar wirklich noch eins weiterziehen. Dann können wir hier nämlich. Mann, ich hasse dieses Ding.
eins. So, dann holen wir uns noch zwei Enten. Warte mal. Nein. Abgestürzt. Ach, was soll denn das? Das nervt mich ein bisschen. So, jetzt klappt's. Ja, so. Sieht schon mal nice aus. Dann Arches, nein, Railings. Vier kommen da gleich raus. So viel brauche ich eigentlich gar nicht. Hier kommen sechs Stück raus. Pfosten. Corner. Ende. End brauche ich. Ja, das ist schon das Ende, aber irgendwie sieht das komisch aus. Jetzt passt's. Oh, ja, das könnte man so zählen lassen. Dann mach mal hier mal so ein Mittelteil rein. Und hier auch. Und hier noch. Halleluja. Ja, das sieht doch ganz cool aus. Und ich glaube, ich nehme auch diesen Block jetzt hier wieder für den Boden. Das war der hier. Ich habe da ein Bild, warum benutze ich den eigentlich nicht? So, und das ist jetzt die Frage. Wie will ich, dass es von unten aussieht? Ich meine, hier kommt ja die Treppe hoch. Das sieht gut aus. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das jetzt löse. Im dim 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 dim. Ich glaube, das sieht am Ende hässlich aus. Ja, den Boden sollte man da von unten, von oben nicht sehen. Runtergefallen. So, davon brauchen wir noch ein paar. Sollte jetzt aber reichen.
haben wir eine durchgehende Decke. Und die müssen wir hier hinten wieder aufreißen, fällt mir gerade ein. Und wir müssen hier die Treppe hochbauen. Vor allem eine durchgehende Treppe, ich Hampelmann. Eine durchgehende Decke, nicht Treppe. So. So wird es aussehen. Ich könnte auch... Nee, das passt nicht. Das passt von der Form nicht. Wenn ich hier runter gehe, dann steht die Treppe, die nach unten führt, dem Gleis im Weg. Haben wir hier noch Fackeln? So, Fackel. Eine hier rein, das müsste reichen. Naja, sieht man ja sowieso nicht. Da ist aber dunkel. Sehr gut. Können wir hier eigentlich ein Fenster reinkloppen? Sonst wird es ein bisschen arg dunkel hier. So, dann bauen wir nochmal hier Round Roof Arches. Ja, genau. So. Das hier brauchen wir und diese Stufen. Adder. Hier. Stufen. Davon nehmen wir normale. Ach, da kommen 4 Stück raus. Naja, komm, wir brauchen sowieso. Hallo? Hallo? Und geht es jetzt nicht? Ah, jetzt. Davon brauchen wir sowieso einige. Immer diese Blöcke, die sich falsch setzen. Nein. So, jetzt aber. Gut, und dann können wir von hier eben die 3 Gleise noch in die Richtung führen lassen. Was ich auch machen möchte, sind, ich möchte gerne so eine Reling an der Seite. Ja, so einen Griff. Und damit, ach genau, das Fenster wollte ich noch fertig machen. Damit sieht es auch noch ein bisschen schöner aus. Nein. Bleib da. Och, ich bin zu hammelig für das. Man muss doch einfach so. Gut, das soll jetzt aber mal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Die nächsten Folgen kommen. Bis dahin. Ciao.